Hi Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 16 Karrieremodus mit dem SV Werder Bremen. Ja, in der letzten Folge haben wir leider gegen den FC Bayern München verloren. Leider schade, aber naja, das letzte machen. Heute geht's gegen den VfL Wolfsburg Europa League Rückspiel. Ich hoffe, ihr habt das Hinspiel gesehen, denn das war Bombe. Am Ende haben wir nämlich mit 3:2 gewonnen in Wolfsburg. Das heißt, aber auch Wolfsburg braucht hier und heute 2 Tore, also müssen wir 2:0 gewinnen, um uns auszuschalten. Sollten sie nämlich hier mit 1:0 gewinnen, dann reicht das halt nicht, weil wir genug Auswärtstore gemacht haben. Sollten sie mit 2:1 gewinnen, dann reicht das ebenfalls nicht, weil wir mehr Auswärtstore gemacht haben. Und sollte es hier 3:2 enden wieder, dann würde sogar eine Verlängerung dabei rauskommen. Aber Wolfsburg steht hier richtig unter Druck, die müssen Tore schießen, stehen in der Liga auch nur auf Platz 8, auch wenn sie noch Möglichkeiten haben, auf Platz 6 zu gucken. Champions League ist sowieso für sie vorbei. Wolfsburg schaut eigentlich jetzt nur noch auf die Europa League und so ein bisschen rüber auf die Liga. Wir haben jetzt leider 9 Punkte Rückstand auf die Bayern, 6 Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund, bei nur noch 15 vergebenen Punkten, wird interessant. Ihr habt auch an meiner Mannschaft gesehen, meine A-Mannschaft spielt, auch wenn sie so ein bisschen angeschlagen ist von den Kräften her. Aber das nächste Spiel gegen Stuttgart, das wird dann ein Spiel, wo denn alle mal eine Pause kriegen müssen. Also, die spielen und spielen und spielen, die brauchen unbedingt alle mal eine Pause. Keita übrigens heute nicht dabei, weil er sich gegen den FC Bayern München verletzt hatte im Spiel. Und deswegen heute natürlich Gonzalo Guedes als Stammspieler sowieso dabei. Aber auf der Bank befinden sich noch Lorenzen, Kurt und Keita. Nicht Keita, sondern Selke. Ja, das sind die Ergebnisse aus den anderen Spielen. Champions League Halbfinale ist jetzt übrigens auch schon ausgelost worden. Also Champions League Viertelfinale ist vorbei. Champions League Halbfinale steht jetzt fest. Und zwar trifft da einmal Real Madrid auf Manchester United und Valencia auf Chelsea. Valencia, die haben ja Bayern München sogar im Champions League Achtelfinale ausgeschaltet und dann hatten sie noch Dingens ausgeschaltet. Lyon. Olympique haben sie nämlich auch ausgeschaltet und stehen jetzt, wie gesagt, im Halbfinale gegen Chelsea. Eine deutsche Mannschaft wird im Europa League Viertelfinale ebenfalls dabei sein. Welche werden wir heute herausfinden? Wunderfast die Mannschaft, die im Hinspiel knapp verloren hatte. Tolles Hinspiel, kann ich euch nur empfehlen. Das Spiel euch nochmal auf meinem Kanal anzugucken. War richtig unterhaltsam, hat mir richtig Spaß gemacht und vielleicht sogar mein Lieblingsspiel dieses Let's Play, weiß ich noch nicht. Aber was soll's. Unsere Konzentration hängt voll und ganz jetzt hier auf dieses Spiel gegen den VfL. Also, let's go! Wolfsburg steht unter Druck. Trotzdem werde ich hier nicht stehen und auf Verteidigen setzen, sondern ich werde natürlich konstruktiv nach vorne spielen. Aber mit solchen Fehlern bringst du dich natürlich in den Rückstand. Unglaublich, was für ein Fehler da von mir. Eieiei, also solche Fehler passieren mir selten. Eieiei, also ich. Eieiei, was mache ich denn da? Also zurzeit sind es draußen 35 Grad, hier in meinem Zimmer sind es 40 Grad. Ja, vielleicht ist das ein Grund, aber trotzdem. Kruse, 4. Tor in dieser Europa League. 3:3. Ja, seht es jetzt gleich in der Ergebnisleiste. Trotzdem Wolfsburg immer noch ausgeschieden. Weil sie ja zu wenig Auswärtstore haben. Bis jetzt! Abseits. Was glaube? Kriegen wir noch die Sinn? Ich glaube, Gonzalo Guedes
Stand beim Schuss im Abseits, weil ein V-Spiel habe ich jetzt nicht gesehen. Mensch, 7 Minuten rum, ein Tor und eine Riesenchance. Fängt schon mal richtig gut an. Zlatko Junuzovic. Ah, Vestergaard heute mit einem richtig schlechten Spiel. Hat jetzt sogar seinen Mitspieler da verletzt. Also Vestergaard völlig von der Rolle. Ich dachte erst, dass ich Lukimia draußen lasse, weil der eine schlechte Form hat. Und dafür Luca Caldirola spielen lasse. Aber auch dafür hat Luki zu oft gute Leistungen geliefert. Deswegen wollte ich ihn eigentlich durchspielen lassen. Aber hätte ich mal lieber auf Yannick Vestergaard den rausgenommen. Hat ja auch schon den Elfmeter verschuldet. Also ich weiß gar nicht, was gerade los ist. Ich weiß nicht, ob es an der Hitze liegt, aber ich mache jetzt gerade ganz schön viele idiotische Fehler, die mir eigentlich sonst nie passieren. Und das ist ausgerechnet da im Europa League Viertelfinal Rückspiel. Kann ja nicht so nicht sein. Oh, das war stark gemacht jetzt mal von Öztun Ali. Setzt sich da durch. Leider konnte ich den Pass nicht auf Uja legen, weil er war zu gedeckt. Und ich weiß, dass die FIFA-Spieler den Pass darüber nicht hinbekommen. Schauen wir jetzt erstmal auf die Ecke hier. Und die ist gut. Basasikoglu prüft Diego Benaglio. So, Yannick Vestergaard, ich hoffe, dass du jetzt eine bessere Aktion hinbekommst. Ja, passt zu Gonzalo Guedes zwar gut. Uja zu sehr in den 16er gestürmt. Guedes. Versuch's mal mit der frühen Flanke, aber Dante steht natürlich auch da. Dante zwar kein unglaublich guter Spieler, aber trotzdem nicht schlecht. Das ist Schürrle. Trash, Arnold. Schön, wie Thielemans sich da den Ball wieder erobert. Aber Pässe sind zurzeit noch zu unten. Genau, ich weiß nicht, ob es daran liegt, ob die Ausdauer da zu wenig ist. Und deswegen die keine gescheiten Pässe hinbekommen. Kann natürlich auch sein. Schließlich haben bis auf Öztun Ali und Gonzalo Guedes hier alle in einer Woche 3 Spiele jetzt. Also mit dem Spiel 3 Spiele absolviert. Das ist natürlich auch nicht förderlich für die Mannschaft, die dann ein bisschen geschwächt daherkommt. Deswegen muss man in FIFA mal ziemlich durchwechseln, wenn die Spieler denn nicht mehr können. Ah, das war jetzt aber ein Fehler mal vom VfL Wolfsburg. Man hat ja bei FIFA so ein bisschen das Gefühl, die Ausdauer geht bei den CPU-Spielern überhaupt gar nicht runter. Also da können die CPU-Spieler 5 Spiele hintereinander haben. Die Ausdauer ist danach immer noch voll und du als Spieler bist du so ein bisschen, ja, ich will es nicht aussprechen. Aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Jetzt ist das Spiel jetzt wieder ein bisschen mehr Kontrolle. Also wir haben ein bisschen mehr Spielkontrolle jetzt im Spiel. Na, aber wir dürfen dann solche Bälle gegen Dante nicht verlieren. Solche leichtfertigen Bälle. Noch sind wir in der nächsten Runde. Die Zeichnung liegt auf noch. Aber ist das die Kugel? Der kann halt auch nicht mehr. Kann nicht mehr die weiten Wege laufen. Nick Vestergaard wieder nachlässig. Das gibt's doch gar nicht. Also ich weiß nicht, warum Yannick Vestergaard da ein Duell nach dem anderen verliert. Den werde ich aber zur Pause definitiv auswechseln. Also der verliert ja nur Duelle. Einen guten Pass hat er gespielt. Der Rest ist bei ihm eigentlich ins absolute Nix gelaufen. Wiedwald mal dazwischen. Jetzt vielleicht mal der Konterversuch, aber mit Spielern, die keine Ausdauer haben, wird das natürlich schwer, aber natürlich läuft da hinten Guedes mit. Eigentlich wollte ich den sofort auf Guedes legen, muss er aber, warum auch immer, ablegen. Und für mich ist das ein Foulspiel. Und der Schiedsrichter sieht das genauso. Der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt, es gibt Elfmeter. Also gar nichts zu diskutieren. Also wenn ihr diese Szene seht, gar nichts zu diskutieren. Klarer Elfer. Und nun Toni Uja. Ach so, Juri, stimmt. Juri Thielemans macht der bei uns die Elfer. Sorry. Thielemans
gegen Diego Benaglio. Jawohl! Platziert. Links. 1-1. 40. Spielminute. 1-1. Werder weiterhin in der nächsten Runde. Und Wolfsburg braucht jetzt noch 2 Tore. So, jetzt haben wir so ein bisschen für klare Verhältnisse gesucht. Trotzdem werde ich in der Pause Westergaard rausnehmen. Aber das ist ein richtiger Fehler. Das ist VfL Wolfsburg. Aber trotzdem das Zuspiel von Başakşehir nicht optimal. Vielleicht werde ich ihn auch Anfang der zweiten Halbzeit auswechseln. Ihr seht ja immer unten seine Ausdauerleiste. Also müsst ihr mal vorbeigucken. Ah, Guedes Offensivfoul. Kann man das sogar als offensiv verwerten? Schon in der eigenen Hälfte ist. Man weiß es nicht. Trotzdem Foul eines offensiven Spielers. Nun gut. Ah, Pässe zu Uja laufen zurzeit ins Leere. Und Uja ist ja ein Spieler, der braucht Bälle. Arnold, Kruse, Wittwald! Wieder ist es eigentlich, glaube ich, die Position, wo Yannick Westergaard stehen müsste. Und wieder steht er da nicht. Also unglaublich viele Fehler. Auch ein Indiz, dass ich ihn zur Pause auswechseln muss. Das war aber ein starkes Spiel mal jetzt von unserer Offensive. Oh, das war gut getackelt da. Der Wolfsburg, ich glaube, Virinha war es. Der sich da gegen Guedes Platz verschafft. Ist ja auf der Seite ein portugiesisches Duell. Aber nach 45 Minuten steht es 1-1. In der Addition heißt es jetzt 4-3. Ich guck mal kurz, ist Guedes ein Portugiese? Ja, es ist ein portugiesisches Duell da auf der rechten Wolfsburger Seite. Also, jetzt mache ich das, was ich angekündigt habe. Aber ich denke mal, ich werde doch jetzt schon mal einen Lorenzen bringen, weil ihr seht, Başakşehir. Nachher werde ich den auch noch Thielemans auswechseln. So, wir brauchen jetzt mal ein bisschen Sicherheit, vor allen Dingen in der Defensive. Deswegen Luca Caldirola jetzt mal wieder mit einer Chance. Ah, schon mal deutlich sicherer, hat man so ein bisschen das Gefühl. Erster Pass gelingt gleich. Öztunali, der Pass gelingt nicht, wird da aber auch ein bisschen gestört. Ah, Wolfsburg investiert noch nicht so viel. Eieieiei. Gut, dass der zentral defensive Mittelfeldspieler da steht. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich glaube, Access oder ich weiß gar nicht, wie der ausgesprochen wird. Jedenfalls ist er beim VfL Wolfsburg meistens nur Reservist. Oh. Hartes Tackling da von Schürrle. Merberg. Eigentlich wollte ich den direkt zu Uja legen. Warum er den auf Santiago Garcia legt, ist und bleibt ein Rätsel. Jetzt versuche ich den Konter zu unterbinden. Gelingt aber trotzdem nicht, weil dieser genau dieser komische zentral-defensive Typ da ist. Ich kenne ihn auch nicht so wirklich. Ich weiß nur, dass der VfL Wolfsburg spielt und dass er selten Einsätze bekommt. Und Kruse jemand mit einer Chance. Wolfsburg muss reagieren eigentlich jetzt zu diesem Zeitpunkt. Nächstes Spiel ist gegen den Sportclub Freiburg. Da sollten eigentlich 3 Punkte für den VfL Wolfsburg einplanbar sein. Gegen den Tabellen 16. Bas Dost kommt für Max Kruse. Das überrascht mich. Kruse bisher bester Wolfsburger, würde ich jetzt mal sagen. Dass er den jetzt rausnimmt, überrascht mich. Das überrascht mich doch sehr. Dass Hacking eher positionsgetreu wechselt. Wolfsburg wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen mehr auf Flanken setzen. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, wird man in den nächsten Minuten sehen. Vor allem, weil auch Caldirola und Lukimir durchaus nicht kopfballschwach sind. Lorenzen jetzt mal mit ein bisschen Entlastung. Aber Rodriguez macht das stark. Ja, im Real Life ja ziemlich schwach. Wolfsburg wird ja im Sommer einige Spieler verlieren. Unter anderem Max Kruse. Oder Rodriguez. Benaglio wurde auch öfters genannt. Benaglio ist ja schon weg. Oh, also das war
dämlich von Arnold. Das ist eigentlich schon rot für mich. Also, Tielemans liegt da verletzt am Boden. Ich glaube, ich muss ihn auch so oder so auswechseln. Gnädige gelbe Karte. Also, für mich ist das sogar, da kann man sogar über Rot nachdenken. Das ist ja schon fast ein Frustfoul. Schauen wir uns das nochmal an. Boah, also, da geht er ja nur gegen den Mann. Also, für mich sieht das auch nicht so. Ja, verdammt. Er ist verletzt und muss ausgewechselt werden. Ich hoffe, es ist nicht eine zu langfristige Verletzung. Ihr wisst, Juri Tielemans ist und bleibt der wichtigste Spieler in unserem Kader. Das kann man nicht abstreiten. So, Freistoß. Das ist eine Situation für Öztunali. Nachdem jetzt Tielemans ausgewechselt worden ist, ist er aber halt auch kein Freistoß-Experte. Deswegen der Freistoß auch nicht ganz gefährlich. Dazu waren es noch 29 Meter Entfernung. Ah, schade, ich habe Buschi da starten sehen. Carlos Martinez ist jetzt reingekommen für Virinia. Das ist ein offensiver Wechsel. Ich glaube, die Wolfsburger stehen jetzt um auf Dreierkette. Vielleicht mit dem Engagement Schürrle vielleicht sogar ins Offensivzentrum. Ja, es ist eine sehr knifflige Partie für den Schiedsrichter. Das muss man sagen. Nächster Spieler am Boden. Schiedsrichter lässt aber weiterspielen. Busch ist dazwischen. Markfrede, Öztunali, Guedes, jetzt ist mal die Chance da. Ah, Markfrede dazwischen. Mit der Chance. Uja auch heute wieder nicht sein Spiel, weil die Bälle von seinen Mitspielern auch nicht ganz genau kommen. Deswegen auch für Toni Uja nicht das leichteste Spiel dieser Saison. Wechsel, Naldo kommt, Rodriguez geht. Interessanter Wechsel. Klaren Stoßspieler. Naldo, der wird wahrscheinlich jetzt in die Sturmspitze gehen. Eieieiei. Fehler da. Und jetzt geht Bastos ab. Bastos geht ab und Wiedwald. Felix Wiedwald. Nicht umsonst einer der besten Bundesliga-Keeper. Hier sieht man in der Situation warum. Santiago Garcia macht das stark. Lorenzen kommt da aber nicht mehr hin. Zumindest mal geklärt. Nochmal zur Information. Wolfsburg braucht immer noch zwei Tore. Also es lässt sich nicht abschreiten. Schürrle mit der Chance. Ich glaube, die Wolfsburger haben ein bisschen zu spät realisiert, dass sie mehr als einen Treffer brauchen. Die Offensivbemühungen waren nach dem 1-0 auch nicht mehr so kräftig. Ich weiß nicht, ob sie da so ein bisschen denn auf die Schlussphase gesetzt haben. Haben wahrscheinlich denn auch nicht mit dem Elfmeter gerechnet, den Juri Tielemans versenkt hat. Aber vielleicht kommt jetzt Wolfsburg mal. Ja, das war wieder gefährlich, aber wieder ist Wiedwald dazwischen. Bargfrede, das macht er sehr sicher. Jetzt kommt der Chance über Heuberg. Jetzt Dunali, schade. Vielleicht kommt jetzt doch trotzdem noch der Konter dazu. Ja, den musste ich rüberlegen, habt gesehen. Uta, Heuberg, sind alle kaputt. Ich habe eigentlich gehofft, dass Lorenzen den Weg da nach vorne macht. Hat er aber leider nicht. Jetzt bedrängen wir hier mal ein bisschen Dante. 4 Minuten sind es noch. Plus Nachspielzeit. Wolfsburg muss eine Idee haben. Bargfrede dazwischen. Seine Einwechslung hat sich definitiv gelohnt. Vor allem, weil er so eine Grätsche da macht. Caldirola, ganz stark. Macht eine gute Partie. Ah, Uja, ihr seht, er läuft auf dem Zahnfleisch. Trotzdem gewinnt er so ein Duell gegen Dante. Kriegt er den Ball noch auf den Flanken rüber gewechselt? Nee, Martinez. 4 Minuten gibt es noch oben drauf. 4 Minuten Zeit für den VfL Wolfsburg. 2 Tore zu erzielen, aber mit solchen Pässen. Also in der Nachspielzeit so einen Hackentrick zu machen, das ist schon fahrlässig. So, Gonzalo ist, der hat im letzten Spiel eine Pause gekriegt. Und jetzt hat er hier mal die Chance. Bringt natürlich ein bisschen Zeit, bringt den Ball trotzdem in den 16er. Philipp Bargfrede da mit der riesen Chance. Aber vergibt sie. Noch hat Wolfsburg ein paar Sekunden. Aber ich glaube, das müsste es gewesen sein. Jawohl, genau so ist es. Wolfsburg, Werder. 1-1.
Heißt im Endeffekt, Werder Bremen steht im Europa League Viertelfinal. Halbfinale. Riesenüberraschung, auch für mich. Felix Wiedwald, Man of the Match. Tielemans, der tragische Held, da hoffe ich natürlich, dass er sich nicht stark verletzt hat, dass er auch dann im nächsten Spiel, beziehungsweise dann im Halbfinale im DFB-Pokal wieder spielen kann. Ja, Tore Tielemans. Uta hat ein schweres Spiel gehabt. Lag aber auch daran, dass er kaputt war. Aber trotzdem, seine Leistungen waren überragend. Das muss man ihm mal lassen. Also ich denke mal, das kann niemand abstreiten, dass er da eine starke Leistung geliefert hatte. Dazu ist noch Rom weiter, Tottenham Hotspurs und ich glaube Marseille oder Fenerbahce. Wäre natürlich cool, wenn wir in der nächsten Runde auf Fenerbahce Istanbul treffen würden, auf Diego. Das wäre natürlich ein richtig tolles Fußballspiel. Ja, klar, loben. Und die Spieltermine, Turnierpreisgeld und 3 Monate! Für Juri Tielemans ist die Saison vorbei. Ja, Leute, das der Elfmeter gerade von Juri Tielemans war seine letzte Aktion in diesem Let's Play. Das ist schade. Da fällt ausgerechnet der wichtigste Spieler der Saison aus. Und das 3 Monate lang. Und wir treffen auf die Tottenham Hotspurs. Na, das ist ja Mann. Alter, guckt euch mal den Spielplan ein. Ne? Stuttgart, Leverkusen, Tottenham, Hoffenheim, Tottenham, Schalke, Freiburg, Hertha. What the fuck? Eieieiei, das ist bitter für Juri. Kanada interessiert mich nicht. Thiago ist einsamer, bester Mann. Ist der einsamste Mann, was? Okay, der will nach Spanien zurück. Interessant. Aber das ist bitter für Juri Tielemans. Der hat so eine starke Saison geliefert. Also das muss man ihm einfach mal lassen. Der hat so eine gute Saison gespielt. Dass er jetzt eigentlich ausfällt, das ist ganz bitter für ihn. Nächsten Spiel darf dann Philipp Bargfrede spielen. Der hat sich auf der Position richtig gut bewiesen. Aber im nächsten Spiel spielen wir sowieso mit einer BF. Trotzdem bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge dann gegen den VfB Stuttgart. Ich mache dann übrigens nur noch Einzelpartien. Also Einzelspiel gegen Leverkusen, Einzelspiel gegen Tottenham, Einzelspiel gegen Hoffenheim, Einzelspiel gegen Tottenham. Und dann schauen wir mal, ich weiß noch nicht, wie ich das gegen Schalke und Freiburg mache, vielleicht in einer Zusammenfassung. Schauen wir einfach mal. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen und ich hoffe, dass ihr dann, wie gesagt, nächste Folge wieder dabei seid. Bis dahin und ciao.